Thank you.
Wir befinden uns hier im Essener Westviertel auf der Bargmannstraße. Die Feuerwehr Essen wurde gegen 2.15 Uhr hier zu einem Brand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich die Lage so dar, dass es in einem 4,5-geschossigen Mehrfamilienhaus brannte. Der Brand hatte sich so massiv ausgebreitet, dass es ruckzuck auf das gesamte Gebäude übergegriffen hatte. Daraufhin wurden massiv Kräfte nachalarmiert. Das heißt, wir haben hier einen Vollalarm für die Feuerwehr Essen ausgelöst. Das bedeutet, wir haben alle Kräfte der Berufsfeuerwehr hier vor Ort, zusätzlich die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und auch noch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die jetzt die verwaisten Berufsfeuerwachen unterstützen. Also man muss sich das vorstellen, dass hier wirklich die gesamte Fassade, die wir unter uns sehen, im Vollbrand stand. Das Feuer hat sich wirklich massiv ausgebreitet. Die Leute haben teilweise selbstständig durch die installierten Rauchmelder ihre Wohnungen schon verlassen, sodass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 3 verletzte Personen zu beklagen haben, die eine Rauchgasvergiftung haben. Wir konnten aber abschließend noch nicht verifizieren, ob wirklich alle Personen die Wohnung verlassen konnten, weil wir noch nicht alle Wohnungen abschließend kontrollieren konnten. Man muss sich vorstellen, durch diese Brandzehrung sind die Wände quasi komplett runtergebrannt. Das heißt, man sieht den blanken Beton und das Moniereisen. Das heißt, für unsere Einsatzkräfte auch relativ schwierig, ins Brandobjekt vorzugehen. Es handelt sich hier um einen Wohnkomplex mit 50 Wohneinheiten, ca. 100 betroffene Personen. Sowas haben wir auch in den letzten 10 Jahren, oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sowas jemals schon mal hatten. Auch die Kollegen, die hier vor Ort waren, sprechen von einem Ereignis, das sie so noch nicht gesehen haben. Also wir können hier tatsächlich vermutlich, also vorsichtig optimistisch, von einem Glücksfall reden, da wir zurzeit nur 3 verletzte Personen zu beklagen haben mit einer Rauchgasvergiftung. Abschließend haben wir natürlich noch nicht alle Wohnungen kontrolliert, aber zu dieser nachtschlafenden Zeit um 2.15 Uhr, wo eigentlich alle Leute zu Hause sind, können wir hier wirklich vom Glücksfall reden. Nachdem der Vollalarm für die Feuerwehr ausgelöst wurde, sind wir hier mit allen verfügbaren Kräften der Berufsfeuerwehr vor Ort, zusätzlich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und einige Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen jetzt die Berufsfeuerwehr auf den verwaisten Wachen, um für das restliche Stadtgebiet den Alarmgrundschutz sicherzustellen. Zusätzlich wurde das Alarmstichwort MANF 1 aufgesattelt im Anfangsbereich, weil nicht klar war, wie viele verletzte Personen wir haben. Das bedeutet, wir sind hier so rund mit 150 Einsatzkräften vor Ort. Ja, wir laufen jetzt noch weiterhin die Löschmaßnahmen. Das heißt, wir machen eine Außenbrandbekämpfung, wie man hinter mir sieht, mit handgeführten Strahlrohren über Drehleitern. Des Weiteren wird im Nachgang jetzt versucht, die Wohnungen zu kontrollieren, da noch eine gezielte Brandbekämpfung durchzuführen, soweit das halt noch möglich ist. Und natürlich die Wohnungen abschließend zu kontrollieren, dass uns wirklich keine Person durchgegangen ist.